Willkommen zurück zu Moonhunters. Wir sind immer noch in dieser Wüste bzw. Oase. Also hier soll es auch eine Oase geben. Beim letzten Mal sind wir gestorben und ich hätte gerne 100 Opale, um eine Fähigkeit zu leveln, die wir hier bei der Händlerin holen können. Und zwar, dass unsere Kugeln durch Ziele durchfliegen, was natürlich immens geil ist. Aber ja, dafür brauchen wir halt... getroffen. 100 Opale. Und 100 Opale ist nicht wenig. So, die Viecher mache ich. Oh. Du kommst hier lang. Okay. Ja, 100 Opale sind... Ja, eigentlich schon viel, ey. Oh Gott, ey. Na, kommt ran, wenn ihr unbedingt wollt. Danke. Items. Gib mir irgendwas Sinnvolles. Items, Geld. Oh. Das Ding erstmal kaputt machen. Ist er hier noch abgefangen? Ich glaube, ich habe es selbst gefressen, ey. Da sind sogar zwei Nester, sehe ich gerade. So, der eine trifft mich jetzt gerade nicht. Nice. Das heißt nicht so schlecht. Oh. Nice. Ja, wir müssen nach unten. Ich glaube, ich gehe aber links lang zuerst. Okay, das ist ein bisschen dumm, wenn Gegner von unten kommen. Ah, dann wieder so ein Heil. Brunnen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ah, scheiße, schon wieder so ein Nest. Nice. Was haben wir denn? Hunde. Oh Gott, nicht gerade wenige. So, wir arbeiten einfach mit dem Porter. Natürlich bleibe ich an dem Stein hängen. Was? Ey, an einem Stein hängen bleiben, Alter. Ist doch wohl das Dümmste, was passieren kann. Glaube ich. Shit. Normal sollte man da drüber porten. Es kann nicht sein, dass dann eine imaginäre Wand entsteht und ich nicht drüber porten kann. Ja, jetzt muss ich mich heilen. Alter, du chillst kurz. Ja. Die Göttin heilt deine Wunden. Dankeschön. Alter, da will, zu euch will ich doch erstmal gar nicht. Leute, zwingt mich nicht, euch zu killen. Ich will erstmal nach links. Zu den restlichen Wolfshundis, die da rumhängen, glaube ich. Ja, der hängt da. Ja, den kriege ich nicht. Scheiße. Ein bisschen anders da. Ja, nice. Okay, hier haben wir nichts mehr. Dann laufen wir da entlang. Kann ich den Brunnen eigentlich nochmal? Nee, kann ich nicht. Okay, der Brunnen ist jetzt leer. Also man kann ihn wirklich immer nur einmal benutzen. Okay, jetzt sind da auch Schlangen. Nice. Da haben wir die Oase. Das Wasser schimmert. Dann siehst du Bläschen. Schließlich beginnt es zu kochen. Kleine Fische springen an die Oberfläche. Trinken oder beobachten? Ich glaube, wenn wir draus trinken, kommt doch irgendwas und beißt uns den Kopf ab. Kann das sein? Ja, aber dann sind wir mutig. Wir trinken mal einen Schluck. Das Wasser verschwindet, als du es berührst. Deine Hände graben im trockenen Sand. Nein, wir wurden verarscht. Ja, gut, das hätte einem auch klar sein sollen. In der Wüste eine Oase. Schön wär's. Wie immer. Aber eine Palme steht hier noch. Ah, ich hätte da nicht drauf reinfallen dürfen. Nice. Das war schön gecomboed. Wombo-Combo. Was haben wir denn hier noch? Aha.
Da will ich jetzt wieder nicht zu nah hingehen. Am Ende trigger ich wieder irgendwas und darf gegen Gegnerwellen ran, ey. Oh Gott, haut ab. Na, schon wieder. Habe ich's nicht gesagt? Ich glaube, die Scheiße gibt's auf jeder Map, kann das sein? Ja, dumm treffen lassen. Ist aber okay. Alter, du willst nicht. Du willst nicht. Du willst das gar nicht. Du willst das nicht, Mann. Ich muss ihn angreifen lassen, sonst. Genau. Ich muss ihn ganz nah herkommen lassen, dann angreifen lassen. Ja, dann trifft mich der Stampfer nicht und er ist tot. Oh, das waren alle. Mehr nicht? Ich habe einen ganzen Opal gekriegt. Wie nice ist das denn, Alter? Das ist ja die Überbelobung von so ein, für so ein Rotzding, Alter. Puh, das war knapp. Wir gehen erstmal links. Das Gebiet hier ist richtig groß. Finde ich aber auch nice, dass die Maps hier so groß sind. Jetzt haben wir wieder schön was zu erkunden. Da ist nichts. Du chillst mal, Alter. Ah, schade. Die ersten Schüsse haben verfehlt, sonst hätte ich ihn ganz gehabt, glaube ich. Da liegt ein Kadaver. Oh, den können wir uns nicht anschauen. Okay. Dachte, der hätte noch irgendwas. Okay, hier haben wir nichts. Komisch. Dann waren hier leider nur die Gegner. Gehen wir nach oben. Schön. Oh. Lol, warum haben die so wenig Leben? Ach, gegen die habe ich ja gekämpft, bevor ich in das Ding reingegangen bin. Ha. Jetzt fällt es mir ein. Ist die Map hier fertig, oder? Nee, geht nur. Alter. Ey, kommt man nicht so angerannt, Alter? Was ist bei euch los? Hier ist auch noch ein Kadaver. Arme Vieh, ey. Okay, da dürfte wahrscheinlich wieder ein Nest sein, hier rechts. Ja. Höchstwahrscheinlich. Da, wo du herkommst, gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Erstmal ein Leben auffüllen. Okay, hier ist der Ausgang. Der Map. Ich denke, unsere 100 Opale dürften wir nicht fertig haben. 85. 15 Opale, das sind wahrscheinlich sogar die, die ich verloren habe, als ich gestorben bin. In der letzten Folge. Das ist natürlich unlucky, weil die hätten wir jetzt gut gebraucht. Na gut, bist du sicher, dass du das Lager für die Nacht aufschlagen willst? Ja. Ich will jetzt nichts leveln. Du beginnst das Lager für die Nacht aufzuschlagen. Sand, fertig. 76 Gegner. Temperamentvoll, haben wir noch gekriegt. Obwohl der Sonnenkult... Okay, Hedwana bedrohte, konnte niemand sie von der Weiterreise abhalten. Ja, der Sonnenfutz interessiert mich eh nicht. Was machen wir? Jagd brauche ich ja nicht. Normaler Schaden wird erhöht. Und Mut. Energiewiederherstellung ist dadurch schneller. Wäre jetzt nicht ganz verkehrt, damit unser Mana, also die Energie eben wieder schneller vollgeht. Ausdauer ist eigentlich ganz nice, was wir bis jetzt haben. Maximale Energie, okay. Da könnte ich halt auf Intelligenz, also magischen Schaden könnte ich erhöhen. Aber ich glaube, wir machen das mit der Magiewiederherstellung. Kann ich öfter porten. Hedwana geht auf die Jagd und findet genug Fleisch für ein Festmahl. Hedwana gewinnt 7 Stärke und 5 Mut. Alter, das war ja ultra gut. Ja, noch 2 Tage, bla bla. So, hier haben wir wieder eine Händlerin und da unten auch noch. Ist die Frage, gehen wir in den Bergen weiter oder machen wir den ich glaube, ich würde sagen, wir machen den Wald hier unten. Zuerst. Holy shit, okay. Das war vielleicht jetzt keine so gute Idee. Also man kann die ja immer ein bisschen gut, bisschen tricksen so. Indem man einfach über die portet.
Ah, nice. Mit Magie macht man denen trotzdem Schaden. So ein bisschen. Okay, anscheinend, wenn man sie nur wirklich dumm trifft. Haben hinterlassen gut Lebenskugeln und gut Opale. Wow. 2 bis 3 Opale pro Vieh. Ich denke, das lässt sich sehen. Dann sammeln wir noch Zeug ein und mach alles kaputt. Oh, hallo. Die Katze faucht, als du dich näherst. Unter ihrem Fell kannst du ihre Rippen erkennen. Wir füttern sie. So nett sind wir. Die Katze schnurrt, während sie ein Stück Fleisch aus deinen Rationen frisst. Ich habe seit Jahren nicht mehr so gut gefressen. Rufe mich mit dem Namen Bayun, falls die Hexe mit den knochigen Beinen dich findet. Die Katze läuft flink ins Unterholz davon. Nice. Oh, neu, weise sind wir jetzt. Ah, hier, nice, haben wir sogar als Ruf. Dein Intellekt schafft Klarheit bei Ungewissheiten. Sehr nice, würde ich mal behaupten. Ja, man ist halt immer nett, ne, zu Katzen. Alter. Ich meine, zum Glück machen die nicht so viel Schaden, wie sie wahrscheinlich machen könnten. Nein, ich treffe ihn nicht. Ich war zu weit weg. Alter. Oh, du Elendiger. Ich treffe ihn schon wieder nicht. Bin irgendwie unlucky gegen die Gegner. Aber die hinterlassen gut Heildinger. Oh Gott, das sind 2 Wildschweine. Mm, das wird ein bisschen härter. Erstmal hier rein. Oh, Affen. Yo. Was geht, Äffchen? Alter, was ist eine Magieverteidigung, die da haben, ey? Ausgetrickst. Easy peasy. Meine Wildschweine erstmal. Oh mein Gott. War eine gute Idee, ey. Wildschwein Nummer 2. Easy bleibt er da an den Pilzen hängen. Und wir machen ihn halt einfach. Okay, dann können wir doch erstmal nach oben. Was haben wir denn hier? Hallo? Dieser Ort hat eine beruhigende Wirkung. Vielleicht würde er jemandem nützlich sein, der mehr Geduld hat. Och komm, haben wir nicht so viel Geduld? Anscheinend nicht. Ich und Geduld, als ob. So, Item gehört mir. Er muss die irgendwie richtig blöd treffen, damit es Schaden macht, wie man sieht. Und irgendwie auch nicht. Aber hier lassen so krass Opale. Ist ja fast schon cheaten, was ich hier mache. Oh fuck. Das Item da weggeballert. Den Pilz oder was das war. Lol, die bleiben halt stehen. Hallo? Da bist du. Oh nice, noch erledigt. Darf ich jetzt? Ah, ich will mir das Ding angucken, Leute. Alter. Nicht dein Ernst, oder? Ah, nice. Alter! Sieht aus, als hätte ich das alles nötig. Ja, anscheinend. Sprechen wir mit dem Haus. Im Haus schreit ein Kind. Als du dich näherst, tritt eine alte Frau hervor. Für heute habe ich genug Bedienstete und es wurde schon genug geputzt. Geh weg oder ich werde dich fressen. Ah. Angreifen oder fordern? Ich würde sagen, wir machen immer nicht jetzt hier diese so Hardcore-Schläger-Braut-Art, so wie sie es macht. Sondern wir fordern einfach mal. Die Hexe spricht einen Zauber und du kannst dich nicht rühren. Du rufst bei Yun um Hilfe an. Ah, nice. Die schwarze Katze stürzt sich wütend auf die alte Frau. Gleichzeitig kommt ein Mädchen aus dem Haus gelaufen. Bei Yun, wie kannst du mich hintergehen? 13 Jahre lang habe ich mich um dich gekümmert. In 13 Jahren hast du mir nicht einmal zu essen gegeben. Jetzt werde ich dich fressen, so wie du viele Kinder gefressen hast. Die Hexe zieht sich ins Haus zurück. Mit der Katze an ihrer Kehle. Samt Katze und Hexe hüpft das Haus davon.
Wo bin ich? Wie viel Zeit ist vergangen? Mein Vater wird sich solche Sorgen machen. Ich muss mich beeilen. Sie eilt in den Wald zum Dorf des Wolfsclans. Oh, nice. Gewinn, 5 Mut und den Ruf, tapfer und mitfühlend zu sein. Alles klar. Das war ja mies, ey. Krass. Okay, nicht schlecht auf jeden Fall. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Alter. Oh Gott, das schwarze Loch da. Was auch immer das macht. Viel bringt's mir nicht. Jo, alle besiegt. Easy. So, wir gehen erstmal hier oben weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch einer. Habt ihr ein richtiges Lager da oben. Eine Händlerin wäre jetzt noch geil. Gibt es hier nicht eine Händlerin? Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier gibt es noch eine Händlerin. Und dann könnte ich hoffen, dass hier auch ein geiler Skill ist, den ich lernen kann. Für 100 oder mehr. Opale. Das wäre ultra nice. So, jetzt aufpassen hier unten. Nicht in irgendwas reinlaufen. Nice, dann haben wir wieder so einen Brunnen zum Heilen. Den brauchen wir jetzt nicht. Nice. So, Brunnen fällt erstmal flach. Danke für den Opal. Da unten haben wir auf jeden Fall irgendwas Komisches. Vielleicht wieder so eine Kampfarena, kann das sein? Ah, sieht so aus. Da werden wir gleich mal hingehen. In aller Ruhe. Mehr oder weniger aller Ruhe. Das wird wahrscheinlich wieder ein harter Kampf. Sofern das eine Arena ist, natürlich. Also ich nenne die Dinger jetzt einfach mal Arena. Ein anderer Name fällt mir jetzt erstmal spontan nicht ein. Aber es sieht halt sehr danach aus, wenn man da mal genau hinguckt. Und das dürfte etwas anstrengender werden. So. Einfach mal weggehauen. Oh Gott. Sehr nice. Ich wollte mal schauen. Okay, komm. Das dürften wir hier doch noch alles schaffen. Das ist bei dir falsch. Äffchen. Schade. Da habe ich mich hitten lassen. Ich dachte, ich töte ihn vorher. War natürlich blöd. Bisschen verkalkuliert, würde ich mal behaupten. Ja, den schaffe ich easy. Danke. Alter, kommt nicht so angestürmt, ey, ihr wilden Dinger. Alter, die habe ich ausgetrickst. Ah, Mann, ey. Yes. Oh, noch eingesammelt. Huh, das war knapp. Was mit euch? Die Ferkel toben herum und balgen sich, während ein anderes Ferkel frisst. Die Mutter ist erschöpft und schläft. Beobachten oder Ferkel stehlen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir beobachten. Du lernst, welche Geräusche und Gesten Wildschweinferkel zur Verständigung benutzen. Als sie deinen Blick spürt, wacht die Mutter quiekend auf und führt ihre Familie ins Unterholz. Sie fliehen. Gewinn, Weisheit und Intellekt um 3. Also, oder ein Weisheit und 3 Intellekt, ich weiß es nicht. Aber Intellekt ist, glaube ich, das, was uns dann Schaden erhöht, kann das sein? Ich glaube. Zumindest sieht es so aus. Was ja sehr nice wäre. Nice, Händlerin.
Gucken, gibt es hier Gegner oder sowas? Nee, dann räumen wir hier kurz mal auf. Und schauen uns die Händlerin an. Erstmal alles zerstören, was sie hat. Ja, ja, immer derselbe Spruch. So, erhöht maximale Teleportreichweite, das hatten wir ja schon. Die Schwerkraft ist stärker und zieht Feinde schneller an. Die Schwerkraft hält länger an. Das sind natürlich extrem blöde Fähigkeiten. Finde ich. Also mir bringen sie jetzt nicht. Ich würde halt gern den normalen Angriff. Also die hier, den hier. Oh, ich merke schon, wenn ich X drücke, bin ich deutlich schneller, als wenn ich gedrückt halte. Weil jetzt halte ich gedrückt. Und so drücke ich ab. Oh, nice. Das heißt, X-Taste, Spam. Wir machen deutlich mehr Schaden. Okay, mal gucken, ob das wirklich der Fall ist. Also, ob es auch so einfach ist, wie ich es gerade sage. Natürlich muss ich mich dann mehr konzentrieren, weil ich dann wie so ein Idiot da drauf spammen muss. Da haben wir wieder so ein Obelisk, was es ist. Für Linda, du gingst zu schnell von uns, aber trotzdem werde ich dich immer lieben. Jetzt bist du bei den Sternen und dem Mond. Ich hoffe, dich wiederzusehen. Artuno. Okay. Ich weiß nicht ganz, was die Dinger bringen sollen. Alter. Die X-Taste Spam ist ja ultra nice. Alter, was ist bei dir falsch? Ich bin hier. Bist du blöd? Oder hast du einfach nur keinen Bock? Auf mich. Ah, da haben wir jetzt schon wieder den Ausgang des Gebietes. Müssen wir mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, die Zeit ist eigentlich um. Oder was heißt eigentlich, die Zeit ist um. Dann werde ich hier einen Schnitt machen an dieser Stelle. Beim nächsten Mal werden wir das Gebiet hier auf jeden Fall beenden. Und suchen weiter nach dieser geweihten Priesterin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!